Freunde, ich habe jemanden neben mir sitzen. Damit habe ich nicht gerechnet. Absolut gar nicht. Er ist in seiner Liga weltweit ganz vorne. Ich habe hier einen Weltklasse-Boxer. Und ich möchte euch vorstellen, hier ist der Robin Krasnitschi. Ich habe dich ja schon mal, glaube ich, vor einem halben Jahr hier gesehen. Habe ich mir noch nicht so getraut. Jetzt ja, und freut mich, dass du natürlich die Zeit nimmst. Ich habe einen YouTube-Kanal, das trifft ziemlich viele Sportler. Ich berate Leute aus dem Business-Bereich. Und da habe ich mir gedacht, jemand, der auf der Ebene boxt wie du, der hat sicherlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, wo auch den Leuten vielleicht in manchen Bereichen helfen kann. Deswegen meine allererste Frage ist an dich, wie kamst du zum Boxsport? Ja, als Kind habe ich immer das Boxen geliebt und also dann habe ich ja die Möglichkeit bekommen, erst wo ich 17 war, weil mit 17 bin ich nach Deutschland angekommen und ja, dann habe ich sofort mit Boxen angefangen und wie gesagt, ich habe Tag für Tag gespürt und auch gesehen, dass es genau das ist, was ich gesucht habe und ja, seitdem habe ich keinen einzigen Tag Pause gemacht, also immer gearbeitet und immer mein Ziel voll fokussiert war ich an mein Ziel und ja, heute bin ich da, also viele Kämpfe, viele Erlebnisse durch Boxen und also das Training ist, macht einfach sehr, sehr viel Spaß, ich kann den ganzen Tag trainieren und ja, da kann man wirklich an alle Bereichen was lernen, wenn man auch viel trainiert. Ja, ich habe dich ja schon ein bisschen beobachtet beim Boxen. Und da kommen wir auch näher drauf zu sprechen, weil ich was gesehen habe, das Körpersprache. Das Körpersprache, das sieht man immer mehr, wie wenn jemand redet. Yeah. Und was sind deine, ich weiß zwar schon, aber vielleicht nochmal von deiner Seite aus, was sind deine wichtigsten Titel, was du bis jetzt erreicht hast? Naja, also jeder Titel ist sehr wichtig, auch der erste, wenn es da gar keine Bedeutung ist, ist einer der ersten und hat schon große Bedeutung, da gibt ihr gleich noch den weiteren Traum, den zweiten Titel zu holen, dann auch der zweite, den dritten. Und so für mich waren alle Titel schon, die sind auch sehr, sehr, sehr große Titel und auch mit voller Bedeutung. Und natürlich, ich habe jetzt alles, also was ist Deutscher Meister, Europameister und Interconti, habe ich alle bei mir zu Hause. Also 8 Titel, bin ich gerade auch amtierender Europameister im EBU. Mhm. Und mein Ziel ist, dass ich weiterkämpfe und dass ich noch den WM hole. Ich hatte da zweimal die Chance, aber leider hat es nicht gereicht, aber trotzdem, ich bin einer, der niemals aufgibt und ich arbeite noch hart und ich habe es mir versprochen, dass ich diesen Gürtel noch hole. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, das habe ich gestern beobachtet, das sieht man da, wenn du boxst. Ja, also für mich ist es wirklich nur diese ein Ziel und ich habe es auch gesehen und auch gespürt, mit Arbeit kann man jeden Talent schlagen. Richtig, exakt ist mein Spruch. Genau. Ich sag immer, Disziplin schlägt Talent. Ja, absolut. Und, ich kann jedem empfehlen, egal in welche Richtung es ist, egal ob es in Arbeit oder irgendwo in andere Sportarten, man muss einfach den Geduld haben auf den langen Weg und immer fleißig sein. Jetzt habe ich noch für mich eine ganz interessante Frage, sicherlich auch für alle anderen. Wenn du dich auf einen Kampf vorbereitest und wenn du trainierst, weil ich habe dich beobachtet, was ist hinter deinen Augen? Was siehst du da? Was ist da? Also ich muss ehrlich sagen, in jeder Trainingseinheit, ich muss mich selbst schlagen. Ich muss den anderen, den ich verlassen habe, also die Trainingseinheit, Beispiel von gestern, da muss ich heute besser sein. Okay. Und es geht Tag für Tag so. Also ich trainiere sehr, sehr hart, aber ich will immer besser und besser, Tag für Tag. Und so habe ich auch meine Grenzen noch nicht erreicht. Okay. Und ich habe noch vieles vor. Und genau so ist mein Plan, dass ich jeden Tag so gut arbeite, dass ich immer den Vergangenheit immer besiege. Okay. Und es ist... Du bist selber dein bester Gegner. Genau, genau. Bis der Kampf kommt und dann geht's. Es ist dann der Fokus natürlich im Kampf. Aber da kann nichts schief laufen, wenn man so präzise und so diszipliniert und so ordentlich trainiert. Hast du ein Ritual, bevor du in den Kampf gehst? Nee, ich denke nur an mein Ziel und... Keine Musik so im Ohr, nichts Bestimmtes? Nee, ich habe schon, also ich bin durch meinen Tunnel. Okay. Und für mich ist ja Sieg
ein schönes Boxen zu zeigen, schöne Leistung, also super Leistung, und dass die Leute nur, nicht nur an den Abend über das Boxen reden, sondern auch tagelang, die müssen drüber halt drüber reden, dass es denen gut gefallen hat, dass die richtig emotional waren. Und genauso meine ganze Karriere war so, dass jeder Kampf hat seine Geschichten gehabt, und auch in jeder Kampf waren die Leute sehr emotional. Also schön. Und das ist, was mich stolz macht. Super. Ja, ich gucke mir auch ab und zu Boxen an, nur ich bin da jedes Mal so, ich boxe zwar nicht, aber ich bin so aufgeregt, weil meine Hände krampfen sich die ganze Zeit. Ich habe früher immer K1 angeguckt. Ich konnte danach nie schlafen. Also für mich faszinierend, weil ich mache ja jetzt auch Sport und habe auch in meinem Sport viel erreicht. Aber das ist halt ohne jetzt zu große körperliche Schmerzen. Aber bei euch geht es ja schon richtig zur Sache. Hast du da Respekt davor noch? Jeder Sport verdient Respekt. Für jeden Sport, man muss einfach die Zeit nehmen und auch das Geduld und auch Schmerzen spüren und das täglich. Und egal in welche Sportarten, ich hab Respekt. Die Leute müssen wirklich auch das sehen, das ist sehr, sehr, sehr gesund auch für die Zukunft und viel leichter halt im Leben. Also nimmt auch die ganze Negativität halt weg, wenn man mindestens fünfmal in der Woche trainiert. Aber also. Kennst du sowas wie Erschöpfung? Nee. Also vor allem im meine Plan, also wie ich trainiere, ich habe schon oft erlebt, dass ich auch ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil so harte Training. Aber wie gesagt, ich weiß, wofür ich das tue und wofür ich das mache, und da kann ich nur lachen. Also ich mache mir sehr viel Spaß. Ich will immer mich testen und immer mehr und mehr herausholen. Dein Endziel ist als nächstes Weltmeister, oder? Ja, also der nächste Kampf ist ja immer noch, dass ich meinen Titel verteidige. Ja. Und dann muss ja hoffentlich Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr, ich werde dranbleiben, dass ich mich erkämpfe und dass ich die Chance bekomme. Cool, sehr geil. Vielleicht noch was für alle, die da draußen sind, die jetzt, man kann ja auch vom Profisport auch ins Business spiegeln. Weil letztendlich die Gesetze sind ja ähnlich, wenn du was erreichen willst. So wie du vorher schon gesagt hast, musst du halt auch einen gewissen Einsatz bringen. Ob das jetzt im Sport ist oder ob es im Business ist, kann man da ein bisschen was rüberspiegeln, sagen, wenn du gewisse Verhaltensweise hast, gewisse Strukturen hast, kannst du auch das ins Business rübernehmen, also in das normale Arbeiten. Ich habe auch vorher gesagt, ich habe auch Freunde, die für mich auch ein Vorbild sind, auch im Business, weil die sind auch mal gestürzt, und das heißt nicht, dass man sofort klappen muss, das heißt nicht, dass sofort man auch aufgeben muss. Okay. Also man soll einfach ein Ziel und dranbleiben, dran an sich glauben, oder? Und wie gesagt, die guten Sachen dauern, aber die kommen. Ja, es ist nur eine Frage, wie diszipliniert, wie strukturiert man das Ganze angeht. Aber also Erfolg braucht Zeit. Richtig. Erfolg braucht Zeit, und vor allem auch natürlich, ist das, was ich auch immer zu meinen Leuten sage, du kannst 100 Bücher lesen, du kannst aber nur ein Wort benutzen. Das eine Wort heißt auch Disziplin. Brauchst du, oder? Disziplin ist... Ja, ohne Disziplin kann man nirgendwo, nicht mal im Business, nicht mal im Sport, nirgendwo kann man halt Erfolg haben. Und es ist auch schade, die Zeit zu verlieren, die Zeit einfach so stehen zu lassen, dass man nur so gammelt. Für mich ist jede Sekunde wirklich goldig und sehr viel wert. Ich will auch dafür jede Sekunde nutzen, egal in welche Richtung, auch im Boxen, auch wenn ich mit Boxen aufhöre, werde ich trotzdem auch in andere Hinsichten so sein. Ich muss jederzeit nutzen und auch aktiv sein. Super. Also wie gesagt, ich habe dich gestern das erste Mal da unten Boxen gesehen. Da sieht man, also finde ich, das sieht man die Körpersprache. Und die Körpersprache sieht man, dass da ein unbändiger Wille da ist. Und zwar ist jetzt kein Boxkampf, was du hier gemacht hast. Aber man sieht trotzdem, dass du deine Sache ernst nimmst, extrem ernst nimmst. Ja, für mich ist jeder Trainingseinheit eine große Nummer. Ich muss, wie gesagt, in jeder Trainingseinheit richtig ernst sein und dass ich nicht da irgendeine Sekunde verpasse oder dass ich sage, heute 5 Minuten höre ich früher auf. Und wenn ich die ganze Zeit so bleibe, vor allem für einen Kampf, vorbereite ich mich immer 3 Monate vor. Und wenn es immer man so richtig perfekt mit der Zeit, mit alles trainiert, dann kann der Kampf kommen. Dann bist du sicher. Dann weißt du. Da bin ich psychisch einfach unschlagbar. Super. Super.
Vielen Dank, weil das war jetzt auch ganz spontan. Ich habe nicht damit gerechnet. Gerne. Sehr, sehr geil. Da freuen sich sicherlich ganz viele Leute drüber, das Interview. Weil so jemand wie dich lernt man nicht jeden Tag kennen. Ich bin selber in meinem Bereich Weltmeister und Mr. Universum im Fitness gewesen. Ah. Und da ist es schön, wenn man natürlich so jemand sieht und weiß, wie gesagt, er hat die gleichen Werte. Jeder Sport verdient Respekt und auch sie wünsche ich ja viel Erfolg mit allen da draußen. Die sollen einfach dranbleiben und wirklich mindestens 3-4 Mal in der Woche muss man was tun. Egal wie viel man arbeitet, auch wenn es 10 Stunden, 12 Stunden, man muss auch, die Medizin sagt ja, mindestens 4-mal oder 3-mal in der Woche, 30 Minuten, eine Stunde. Also Sport braucht man für die Zukunft. Investment in sich selber. Überall investieren wir. Genau. In Autos und überall. Genau, und da muss auch in die Gesundheit. Eigene Körper muss man auch gut fleißig sein. Robin, super. Ja, gerne. Danke dir. Danke. Und ich wünsche dir kein Glück, weil brauchst du nicht. Du hast Ehrgeiz und Talent, deswegen klappt es. Okay, super, danke. Ja.